Hallo. Einen wunderschönen guten Tag. Hier spricht Julius von Yellow. Ich würde gerne Herr Rajesh Banker sprechen. Ja, kleinen Moment bitte. Rajesh, Telefon! Komm her! Weiß ich nicht, ich muss weitermachen. Ja, hallo? Einen wunderschönen guten Tag. Hier spricht Julius von Yellow. Herr Banker, Ja? schön, dass Sie sind heute erreicht. Also, ich melde mich, weil Sie am 4.11., ja, um 11 Uhr bei einer Online-Umfrage teilgenommen haben. Und da hatten Sie Interesse gehabt an einem Tablet, Handy oder Fernseher, wenn Sie zu Yellow Strom wechseln. Erinnern Sie sich noch dran? Oh, das ist sehr lang gewesen. Genau, sehr, sehr lange her. Aber Ja. schauen Sie mal, da haben Sie Glück gehabt, dass Sie jetzt letztendlich hier hochgekommen sind. Denn das, was ich Ihnen hier anbiete, ist ein Sondertarif. Und es Sondertarif. ist so, Das ist gut, genau, ja. wenn Sie zu uns wechseln, bekommen Sie als Dankeschön ein Tablet, Handy oder Fernseher und Sie Oh. bezahlen auch weniger für Ihren Strom. Ja, Strom Ne? sehr teuer geworden, right? Genau. Jedes Jahr machen Sie eine Preiserhöhung mit, nicht? Ja, Schauen Sie mal, fast immer. bei uns machen Sie 2 Jahre keine Preiserhöhung mit. Ja? Aber warum denn? Das geben wir Ihnen noch dazu. Warum? Das geben wir Ihnen einfach dazu, dass Sie da 2 Jahre keine Preiserhöhung mitmachen. Zwei Jahren? Sie Also haben Preisgarantie für zwei 2 Jahre. gute Preis, ja? Genau. Und Schauen Sie zwei, mal, ja? wenn Sie ein bisschen Zeit haben, könnte ich Ihnen kurz sagen, wie viel Sie bei uns bezahlen würden. In jährige Zeit, ich Ja? sitze bei Balkon, right? Okay. Ah, okay. So. Herr Benker, Ja. bevor wir hier weitermachen, müsste ich Sie kurz darauf hinweisen, dass Sie die Datenschutzbestimmungen der Yellow Strom GmbH ganz einfach unter yellow.de/datenschutz einsehen können, ja? Ja, So, Frau können Sie Benker, erzählen? so, wie viele Personen leben denn in Ihrem Haushalt? Das Datenschutzding, können Sie Gelesung machen? Ich habe nichts verstanden. Also die Datenschutzbestimmungen können Sie ganz einfach unter yellow.de/datenschutz einsehen. Man muss mal Ja? selber lesen. Genau, wenn Sie da Oh Gott. irgendwelche Informationen haben möchten, können Sie das da lesen. Ja, weil kann ich Ja? nichts so gut Deutsch lesen. Nee, alles gut, diese Datenschutz, das ist ja nur für Ihren Schutz, ne? Dass Sie da keine Daten weitergeben oder sonst was. Ja, Ja? ja. Aber Sie da Okay. bei Gewinnspiel nehmen, bei mir anrufen, aber keine andere geben, right? Genau. Gut. Okay. Also, Herr Benker, Ja. Da bin wie ich. viele Personen leben in Ihrem Haushalt? Drei, right? Zwei Erwachsene, ein Kind? Ne, drei alte Mann. Ah, drei Erwachsene. Ja. So, dann mache ich 3000 Kilowatt. 3000 Kilowatt ist ein guter Standardwert für drei erwachsene Personen, ja? Ja, ist das viel? Ich weiß nicht. Bitte? Ist das viel? Ich weiß nicht. Ja, das reicht schon. Das reicht schon für ihr drei erwachsene Personen. Ja, das ist gut. Ja? Weil nichts, das bei das Okay, dann. andere. Wir bei 3, 4 Wochen wir Brief kriegen, muss 300 € paar noch geben. Oh, schauen Sie mal. Nichts gut. Bei uns haben Sie einen Verbrauchspreis pro Kilowatt von 28,87 Cent und Sie bezahlen bei uns nur 26,85 Euro Grundpreis pro Monat. Right. Und Sie bekommen noch Tablet, Handy oder Fernseher dazu als Dankeschön, wenn Sie bei uns Neukunde sind. Oh. Und Sie haben auch noch 2 Jahre lang eine Preisgarantie. Was Das heißt, für die bedeutet? nächste, und das heißt, für die nächsten 2 Jahre machen Sie keine Preiserhöhungen mit. Preise bleiben gleich für die nächsten 2 Jahre. Das gut. Und was bei Monat kosten? Sie bezahlen bei uns nur 26,85 Euro Grundpreis pro Monat. Und wie gesagt, da haben Sie noch einen Verbrauchspreis von 28,87 Cent. Ja, und was Ja. zusammen kosten das 3000 Kilogramm? Wie viel kosten bei Monat Ja, bei ich habe es Europa? hier, ja. Also ich habe hier ja 12107 in Berlin, richtig? Right. Und ich habe 3000 Kilowatt gemacht. Da würden Sie bei uns nur 26,85 Euro Grundpreis pro Monat bezahlen. Ja, das hat er jetzt schon dreimal sagen. Aber was ganze Preis geben? Wie viele Europa bei Bank bringen? Ja, wie gesagt, ich Ja. habe Ihnen ja schon gesagt. Ja, warte, dann muss Die ich selber. Kondition. Warte, Taschenrechnung nehmen, right? Warte. Ist das von meinem Bruder holen? Also muss ich mal sagen, 28 Cent bei Europa, ja? Genau, also 28,87 Cent brutto Ja, mal und Sie bezahlen bei 3000, uns. right? Genau. Ja, das dann 86 Europa. Warum muss ich selber rechnen? Du bist doch Manager. Naja, also schauen Sie mal, das ist ja alles brutto und ich habe Ihnen das ja eigentlich schon gesagt, alles.
Nee, du sagst ja 26 Euro beim Monat bezahlen, aber ich habe doch 3000 Kilogramm, das muss man ja auch bezahlen. Das, also schauen Sie mal, ne? Oder nicht, oder Sie ist das kriegen die ganzen. O gratis? Nein, also ich, das ist doch schon alles. Ne? Ich habe Ihnen die Kondition doch schon gesagt. Ja, also bei Monat 28 Euro bezahlen, aber das nur das Verbindung Gebühr, aber man muss ja auch das Strom bezahlen oder nicht? Ja. Ja, also, und das wollte ich wissen, was Ach kostet so, zusammen? Sie möchten den Abschlag wissen. Wer hat wenn, ha? Ah, Sie möchten den Abschlag wissen. Also was Sie bezahlen im Monat. Ganze Preis mir sagen, weil sonst kann ich doch nichts wissen, ob das gut. Okay, klar. Oh. So, dann rechne ich das einmal kurz aus. Ja. Dann bezahlen Sie bei uns nur 99 Euro und 03 Cent brutto. Na, und Sie bekommen Tablet, Handy oder Fernseher dazu und Sie haben 2 Jahre lang Ah, Preisgarantie. ist brutto denn gut oder brutto denn schlecht denn von den beiden? Ich das immer Brutto Verwechslung machen. ist ohne Steuern. Also muss man Mit das, Steuern. also muss ich bei das Ja. 99 Europa noch Steuer geben, right? Ja, das ist schon alles. Also Also muss ich netto noch. wäre noch weniger. Netto würde ungefähr irgendwas mit 90 Euro sein. Ja, warte, muss man noch mal eine Rechnung machen. Warte mal. Wie geht's mit Taschenrechnung machen, right? Warte mal. Das ist kaputt. Das Null ist kaputt. Aber weil muss ich eine Mehrwertsteuer wegnehmen davon? Nee, dazu nehmen, right? Genau. Also 99 Euro und 03 Cent ist schon mit Mehrwertsteuern, Steuern, alles schon Oh, mit das drinnen. mit. Gut. Ich dachte, muss man noch dazu rechnen. Oh. Nee. Und netto wäre dann noch weniger. Ja, können wir ohne machen, ohne Märchensteuer. Hallo? Ja, Moment. Weil wenn das kann man das sparen, das ist ja besser, right? Warum soll man das bezahlen? Ja, es wäre dann irgendwas mit 90, also unter 90 Euro. Wirklich? Ja, würde ich mal so vermuten. Das ist ja 90%. Ja, right. Hallo? Ja. Ja? Ja, ich höre Sie zu. Ja, ich warte. Ach so, Sie warten. Ja. Die viel Also Zeit haben. netto weiß ich jetzt nicht genau, wie viel das ist, aber es ist auf jeden Fall unter 90 Euro. Ja, können wir das dann unter 90 Europa? Das ist besser als 99 Europa. Genau, also es ist ja brutto, was ich Ihnen gesagt habe. Netto ist ja Ja. das, was dann wirklich abgebucht wird bei Ihnen. Und das Jetzt. ist ja unter dann 90 Euro. Also die bei mir kein Steuern nehmen, nicht bessere Kondition kriegen. Steuern ist ja sowieso immer mit bei. Ja, aber was bei meinem Konto kommen? 99 Europa oder unter 90 Europa? Was die nehmen? Unter 90 Euro. Die unter 90 Euro von meinem Konto nehmen. Und wer das andere bezahlen, das andere 10 Europa, wer das bezahlen? Ich glaube, Sie verstehen das nicht ganz genau. No. Ja, Also. darum fragen. Ich nichts fragen, wenn ich habe verstanden, right? Ich muss ja verstehen. Ja, also brutto ist das, was mit den Steuern abgezogen wird, aber was letztendlich bezahlt wird, ist halt der Nettopreis, Ja, und wer das bezahlen? nicht? Sie. Ach so, ja, aber du eben sagen, dass das Brutto nichts bei Konto wegkommen, das Netto bei Konto wegkommen, richtig? Ja, Und wer das andere 10 Europa bezahlen? netto wird ist der Betrag, was Sie wirklich bezahlen. Ja, und wer bezahlt denn andere 10 Europa? Ja, Sie, ne? Also Sie und teilweise auch der Staat. Das Angela Merkel? Nicht Angela Merkel, aber weiß ich nicht genau, wer das macht. Okay, das ist in Ordnung. Okay, Ja. also bei welchem Stromanbieter sind Sie denn eigentlich? Das wie heißt das? Ich das Wort nichts Starwerken? Dieser Starwerken? Vattenfall oder nicht? Sind Sie nicht bei Vattenfall? Ja, das Stadtwerken Vattenfall.
schrecklich lang, Sind Sie aber bei bin Stadtwerke oder Vattenfall? Vattenfall kommen, right? Strom, Okay. Strom Herr bringen. Banker, Ja, und Herr Banker, sind Sie nichts von haben Sie auch Vattenfall? Gas? Haben Sie auch Gas? Ja, das von Gazak bekommen, right? Nee, Herr Banker, haben Sie nur Strom oder auch Gas? Ja, beiden. Beides. Beiden. Ah, schauen Sie mal, wenn Sie Strom und Gas bei uns machen, bekommen Sie ein Kombitarif, das würde nochmal günstiger werden. Möchten Sie Oh, Gas auch bei uns machen? dann zwei TV bekommen, zwei Television. Nee, leider nicht. Also Sie können das machen, aber dann ist es nicht so günstig. Ich mache das ja als Kombitarif. Also das, Strom und Gas in eine Strom und Gas in einen Vertrag und das wird nochmal günstiger für Sie. Wie groß ist Ihr. wenn du zwei Ja? Geräte nehmen, mehr Geld kosten als bei einem Gerät. Genau. Oh, Genau, aber ein Gerät doch weil ich, geschenkt. wenn ich zwei Geräte mache, Ja. ja, kann ich leider nicht in einen Vertrag machen. Dann müsste ich zwei Verträge machen, Ja. Strom und Gas. Das ist ja klar. Das eine Aber. Strom, das andere Gas, weil da kann ja nichts das Gas bei Genau. Steckdose kommen, Aber right? ich mache aber Strom und Gas in einen Tarif, dann bekommen Sie aber nur eine geschenkt. Was Okay. heißt geschenkt? Aber eine Prämie. Ja, das ist doch Geschenk geben, oder muss man das bezahlen, right? Sie bezahlen nur einmal eine kleine Gebühr. Zum Beispiel für Tablet, Sie bezahlen 1 Euro. 1 Euro. Oh, sehr gut. Dann ich 3 Stück nehmen. Nur Spaß gewesen. Nur Spaß machen. Herr Banker, wie groß ist Ihre Wohnung? Damit ich einmal kurz Gas Das, ausrechnen warte kann. mal, muss, warte mal kurz. Einmal fragen, ja? Einen Moment. Hast du Zeit? Ah, okay. Ja, warte mal. Ja, alles gut. Wie groß ist die Wohnung? Ha? Wie groß Wohnung? Quadrat, Kilogramm. Du meinst Quadratmeter? Ja, doch egal. Wie groß ist Wohnung? So 110, 120 sowas. Okay, danke. Das Kollege sagt 110, 120 Quadratmeter. Okay, ich mache dann 14.000 Kilowatt, ja, das ist eine gute Standardwert für, Stopp, eben du 3000 sagen. Eben 3000, jetzt ja, für Gas, 14.000 für sagen. Gas. Aber Ich warum mache denn? für Gas jetzt. Ich mache jetzt für Gas, Herr Benker. Gas, ja, und das mehr brauchen Genau, als Strom? Strom habe ich 3.000 Kilowatt gemacht und bei Gas mache ich jetzt 14.000 Und das dann für Heizung und 17.000 sowas. zusammen, right? Bei Kombi. Ja, könnte man sagen, aber für Gas ist 14.000, da ist ein bisschen anders, Ja, und Kilowatt. bei so großer Wohnung des Strom reichen, ja? Genau. Gut. So, ich mache 14.000, ich rechne noch mal kurz nach. Das ist gut. So, dann würden Sie einen Verbrauchspreis pro Kilowattstunde von 5,43 Cent sein und Sie bezahlen bei uns nur 11,87 € Grundpreis pro War Monat. nicht, ne, hallo, ich Ja? muss aufschreiben, nichts so schnell machen. Was war Grundpreis? Okay. 11 Europa? 11,87 €. 11 Europa, Brutto alles, 77. ne? Das ist alles brutto. Also das, Warte, dann rechne ich noch mal einmal. das ist das, was den Angela Merkel bezahlen, right? Nein, das bezahlen Sie auch. Aber nicht nur. Aber warte, ich rechne das jetzt einmal kurz aus Ja, für und was Sie. war das andere pro Kilogramm? Wie viel muss man bezahlen bei Europa? 5,43 Cent. Schauen Sie mal. 5,43 Europa Dann Cent. bezahlen Sie im Monat bei uns für Gas 75,22 € Ja, brutto. und wie viel davon das Angela Merkel bezahlen? Da weiß ich nicht genau, wie Sie da mit dem Staat sind. Ob Jobcenter mitbezahlt oder sonst was, weiß ich ja Ne, nicht. das beides an Brutto Netto, weil das ja das Bruttopreise du mir sagen, aber Nettopreise bei meinem Konto nehmen. Genau, also brutto wird abgezogen bei Ihnen, aber was wirklich das kostet, ist auf jeden Fall weniger. Ja, und das weniger dann bei Zahlen machen, ja? Das ist sehr gut. Und Super. das Rest können Okay. die dann machen, weil ich viel arbeite und die Okay, können mir geben. wie gesagt, Herr Benker, Ja? Sie würden bei Gas 75,22 € brutto bezahlen im Monat für Gas, Ja? ja? Und wenn wir Strom und Gas in einen Tarif machen, wird noch mal günstiger. Das wäre ein Kombitarif. Leider kann ich Ihnen das nicht eher ausrechnen. Ja. Das macht die Bestandsabteilung. Und was dann Okay. kosten? Kann ich aufschreiben, wie viel Europa Bitte? das, was, wie viel Europa dann kosten? Also für Gas 75,22 € Nein, brutto. das, das Combination.
Von beides. Okay, Moment. Ja, Nico? Schreiben Sie erstmal, schreiben Sie erstmal für Strom 63,35 Euro, okay? Nein, 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 nein. Tut mir leid, tut mir leid, tut mir leid. Für Strom? Nein, nein, 63,95. nein, 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 nein. Das ist nicht richtig. Bei Strom, Sie bezahlen 99 Euro und 03 Cent Warum jetzt so brutto. viel mehr? Eben du 63 sagen, jetzt 99 sagen. Na, Warum? Herr Benker, ich habe aus Versehen die alte genommen. Schauen Sie mal, bei Strom Sie bezahlen 99 Euro und 03 Cent brutto. Ja, 99 Cent, brutto. ja? 99 Euro und 03 Cent. Das ist das, was Angela Merkel und andere teilnehmen, ja? Das bezahlen Sie brutto. Und das Und Netto wenn Sie dann da bei den anderen kommen. Hartz IV oder Jobcenter hilft oder sonst was, Hallo, dann ich arbeiten, ich den ganzen Tag arbeiten, heute frei haben, ich nix asoziale Hartz IV machen, ja? Okay, super. Das ist nichts Und bei lustig. Gas? Wir Inder immer arbeiten, right? Ah, okay, sehr gut. Ja, bist du auch von Indien? Du hast so Akzenten von Panjit Kanti. Nee, habe ich leider nicht. Nicht? Und ich denke, Ich bin nicht ich leider. dachte, du bist vielleicht meine Bruder. Herr Right. Woher du kommen? Benke, Woher kommst du, meine Bruder? ich komme aus Deutschland, Herr No. Ja, Benke. aber wo du arbeiten? Welche Stadt In kommen? Hamburg. Hamburg? Hamburg. Oh, sehr gut, Hier. sehr gut. Herr Benke, Ja? bei Gas Sie bezahlen 75,22 Euro Ja, und brutto. das den was Angela Merkel geben und das andere, was die bei meinem Konto nehmen. Nee, das ist alles brutto. Ja, das Warum meine ich Angela doch. Merkel? Weil du sagen, das Brutto, das ist ja aber eigentlich weniger. Also ich das Brutto nehmen, 19% Genau, brutto. wegnehmen und das andere dann bei deiner Firma geben. Ja. Right. Also, Herr Benker, wie gesagt, bei Gas, Sie bezahlen 75,22 Euro. Ja, Ja, Abschlag. Im abschlagen, ja, Monat. okay. Genau. Und das ist brutto. Brutto. Möchten Sie die Unterlagen, also ich mache Ihnen jetzt hier Unterlagen fertig, da haben Sie alles nochmal schwarz auf weiß und wenn Sie damit zufrieden sind, können wir alles in die Wege einleiten für Sie. Ist das okay? Ja, musst du dann aber mit des Kollegen reden, wo hat es Wohnung mieten, oder? Ne, ist das nicht Ihre Wohnung in der Mariendorfer Damm 179? Ich da wohnen, aber das bei Einwohnergemeldung, also bei das Angela Merkel, das anmelden, aber das Wohnung, das ist von Kumpel. Ich da nur mitleben, das keine Vertrag hier haben, right? Okay, könnte ich dann mit den Kollegen sprechen, weil das ist doch seine Wohnung. Ja, magst du mit denen reden? Ja. Ja, warte mal. Hallo! Hallo, Wer ist Herr da? Benker. Nix, Herr Hier Benka. spricht. Wer sind Sie? Dimitri. Dimitri. Da. Ah, ja. Herr Dimitri, ich habe mit Ne, deinen Kollegen gesprochen. Dimitri ist mein Vorname. Ah, was ist Ihr Nachname? Vladislav. Vladivla. Vladislav, da. Paruski. Ja. Na, leider nicht. Nieto Paruski. Okay. Du Ah, hast gedacht, weil nicht. du so meinen Namen so betont, dass du Russe bist. Ja, also Bist aber Herr. nicht von Usbekistan, oder? Du hast Akzent wie Nein, Usbekistan. nein, Gut, nein, gut, nein, gut, nein. gut. Sonst ich nicht mit dir reden. Okay. Was Also, geht? Was ist Problem? schauen Sie mal. Deine Kollege, ja, der Herr Benker, der Der hatte Rajesh, bei da. ein, ja, der hatte eine Online-Umfrage gemacht. Nun, Sie bekommen von uns eine Tablet-Handy oder Fernseher und Sie bezahlen weniger Versuchst du für Grundstück. gerade meinen russischen Akzent nachzumachen? Na, also damit Sie mich besser verstehen. Ach, da willst du mich verarschen, oder was? Warte, Nein, möchte ich nicht. hör mal zu, wir haben hier auch einen Schweizer Kollegen. Willst du auch seinen Akzent nachmachen? Dann kannst du mit ihm reden. Nein, möchte ich nicht. Warum nicht? Hast du keinen Humor, oder was? Ich kann nicht Schweizer sprechen. Aber du kannst, komm, wir machen dir. Du redest jetzt die ganze Zeit weiter wie ein Russe und ich versuche, wie der Inder zu reden. Wenn Sie Die das möchten. kommen uns doch abholen bei Forensikbett. Nein.
Boah, ist einfach. Kannst du russische Worte Noch mal. sprechen? Nur ein bisschen. Kannst du, ganz wichtig, wenn du mit mir redest, kannst du russische Schimpfworte sprechen? Nein, das kann ich leider nicht hier sagen. Ich bin doch Na, auf Arbeit. kann dein Chef russisch oder was? Nein. Na, siehst du. Dann ist doch kein Also, Problem, Piet. wie ist nochmal Ihr Nachname? Wladislav, eben hast du gesagt, jetzt sagst du sie, kannst du dich bitte Wladislav. entscheiden? Okay, Herr Du Wladislav. bist lustiger Vogel, ich weiß immer noch nicht, warum du. Was ist das Problem? Warum hast du angerufen? Warum redest du Herr 20 Minuten mit Wladislav, Inder und sagst dann. ich wollte doch gerade sagen, Herr Wladislav, Ja, warte mal. Was ist das für ein komischer ich Typ, den bin du von da der mit Yellow hast? Was hast du Strom, denn eine für ein komisches Typ, Stromanbieter. mit Und wenn Sie zu uns wechseln, Sie bekommen eine Tablet, Handy oder Fernseher dazu dem und Sie du redest? bezahlen weniger für Ihren Strom und Gas. Alter, du solltest Synchronsprecher werden. Du machst es mit dem Akzent richtig gut. Ich bin begeistert. Was kannst du noch Danke, Mann. für Akzente machen? Ey, also Herr Wladislav, verarschen Sie mich hier gerade oder Wer verarscht was? hier wen, Bled? Eben hast du noch Deutsch gesprochen. Jetzt versuchst du wie so Ghetto-Gangster zu reden, weil ich Akzent habe, Bled. Ja, also ich möchte doch auf eine gleiche Ebene mit Ihnen sprechen. Wenn ich hier zu Deutsch spreche, Sie verstehen mich nicht. Alter, was ist das für rassistische Vorurteil, Blair? Nein, also möchte. Herr Alter, wenn. Becker, Was ist. nein, Herr Wladislav. Ja, willst du lieber wieder mit dem Inder reden, Blair? Oder hast du. Nein, Warte mal, nein, warte mal, nein. warte mal. Hast du auch seinen Akzent nachgemacht? Nein, habe ich nicht. Warum machst du dann bei mir? Keine Ahnung, ich habe viele russische Kollegen und deswegen. Ah, das ist gut, das ist gut. Hast du russische Freundin, Blair? Nein, leider nicht. Ja, dann besser, wenn du triffst, russische Frau, du nix Akzent nachmachen, die Nein, schlägt dir die Schnauze. ich kann nicht machen, sonst krieg ich Schläge bestimmt. Alter, ich finde das so geil, wie du das nachmachst, Blade. Du könntest YouTube-Kanal machen. Also Stimme imitieren, Mann. Also, ey, jetzt ganz ehrlich, Herr Wladislav, ich möchte Ihnen hier günstigeren Strom und Gas geben und Sie bekommen auch als Dankeschön von uns eine Tablet-Handy oder Fernseher. Na? Und ich habe gerade auch schon die Preise deiner Kollegen gegeben, deine indische Kollege. Habt ihr eigentlich eine WG oder warum haben die so viele internationale Leute bei Ja, ihr in wäre der klar, wäre Wohnung? Studio-WG, Blatt, für Universität. Ah! Sonst Ah! kannst du nicht bezahlen, kennst du doch bestimmt. Herr Wladislav, können Sie überhaupt Ihren Strom wechseln oder ist das mit dem Vermieter gemacht? Jetzt redest du wie ein Italiener, sag mal, was ist mit dir los? Ohne Scheiß, du verarschst mich doch, ich bin doch gerade irgendwo im Radio, Nein, oder? nein, ich Sag verarsche mir, mich welche jetzt ehrlich. bist du von Radio Berlin oder was? Ich kenne Nein, den Typen. Wie heißt der? Burhan Yilmaz, Blät. Bist du das? ich Alter, bin, ich bin im ey, ich. Radio. Der verarscht mich doch. Komm, kannst du, Nein, ich bin von der Yellow Strom. ich hab dich, Ich bin von der kannst Yellow du. Strom, ohne Gibt's Scheiß. wenigstens zu, Mann, wenn ich dich erwischt habe. Gut, Nein. ich spiel dein Spiel mit. Herr Wladislav. Mal gucken, was noch kommt. Ich spiel dein Spiel mit. Herr Wladislav, das ist kein Spiel. Ich rufe von der Yellow Strom an. Okay, und du willst mir Strom verkaufen. Ich dachte, du bist Kumpel von Rajesh, Blade. Nein, nein. Herr Okay, Wladislav. aber jetzt bist du Kumpel. Du bist cool drauf, Mann. Danke. Also Herr Wladislav, jetzt ganz ernst jetzt ganz ernst. Da. Ja? Ich habe gerade deine Kollege die Preise gegeben. Ich habe die ganze Zeit mit der falschen Person geredet. Ich dachte die ganze Zeit, er ist der Vermieter für diese Wohnung. Aber Nee. das sind sie auch die, das sind Sie, ne, Herr Nee, nee, Wladislav? stopp, Also stopp. Der Vermieter ist von Universitätsgelände und wir hier wohnen. Also wir sind nichts die Vermieter, wir sind Mieter. ach so, also Mieter, ne? Sie bezahlen Strom und Gas Nee, unter Ihrem eigenen Namen. nicht meinen Namen, das bei anderen Kollegen. Ich nur hier wohnen. Hey, wer bezahlt denn den Strom? Und bei welchem ist denn Vattenfall? Der Dorian. Wer ist Durian? Der andere Kollege. Warte, ich verstehe. Ah, ach So, so. Ja, ich warte. verstehe. Meine russische Ey, warte mal. Superhirn, du musst mit dem Mensch sprechen, was das Wohnung gemietet hat, Ey, ja? warte mal. Ey, ich weiß jetzt, was hier abläuft. Also, das ist jetzt, ist das ehrlich eine WG oder was? Natürlich, soll ich den holen?
Ey, sie verarschen mich doch. Warte, wie redest du mit mir, blöd? Alles klar, egal, ich weiß Bescheid. Das war eine gute Gespräch. Ich danke Ihnen ganz herzlich und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag, ja? Was soll das denn jetzt? Ich kann den anderen Kollegen holen, ist kein Problem. Nein, das ist kein Problem. Ich möchte nicht mehr sprechen. Das Alter, reicht du für heute. verarschst mich doch. Jetzt sag mir wenigstens, welcher Radiosender Nein. das ist. Ey, Sie haben sich verarscht. Wie redest du mit Kunden, Blatt? Gib mir deinen Vorgesetzten. Findest du das lustig oder was? Sie können meinetwegen meine Kollegen, meine Vorgesetzten sprechen. Ja, aber das reicht jetzt für heute auf jeden gib Fall. Mir. Schönen Tag noch, ja? Wie ist dein Name? Ich werde mich beschweren, Alter. So redest du nicht mit mir. Nein, mein Name ist Julius von Wachtmeister. Julius von Wachtmeister und ich bin der Kaiser von Nordkorea, Alter. Nein, Sie sind Herr Vladislav. Gib mir deinen Vorgesetzten, Blöd. Ich habe ein Recht darauf, mit deinem Nein. Vorgesetzten zu reden. Du also hast mich rassistisch beleidigt, Nein. Blöd. Nein. Gib mir deinen Vorgesetzten. Alles klar, nein, das Alter, reicht wenn jetzt du jetzt heute. auflegst, Alter, ich schwör, Mann. Ja, dann rufen Sie einfach nochmal an, dann können Sie mit meinem Vorgesetzten sprechen. Gib Aber mir ich den. spreche nicht mehr mit ihm. Was bist du für einer, Nein. Alter? Was ist dein Ja, Sie Problem, können Alter? nochmal anrufen, wenn Sie möchten. Wie, Also wenn die ich möchte? Rufnummer können Sie anrufen. Gib mir deinen Manager, Alter. Ohne Scheiß, Mann. Ja, okay, dann gebe ich Ihnen einen Manager. Gib mir Meine deinen Manager. Manager. Dabei. Nochmal anrufen, ja? Was? Meine Teamleiter ruft nochmal an, er hat keine Zeit gerade. Wieder hat keine Zeit. Ja, der ruft gerade eine andere an. Wie ist denn dein Dienstnummer? Ja, das ist diese Nummer, da rufen Sie nochmal an, wenn Sie da irgendwie Lust haben, Nein, ja? dein Personalnummer. Du sollst mir deine Personalnummer geben. Ja, ich gebe meine Personalnummer, ja? Da. 040. 040? Nee, das ist nicht Telefonnummer. Personalnummer von deiner Personalnummer. Von deinem Mitarbeiterausweis, Blät. Nein, ich gebe Ihnen hier meine persönliche Rufnummer. Ich gebe Ihnen nicht meine... Alter, warum redest du jetzt wieder wie ein Italiener? Ach ey, Sie nehmen mich doch aufs Ohr, Mensch. Wenn dann heißt das auf den Arm nehmen, da? Wenn du schon Julius heißt, solltest du deutsche Sprache kennen. Hast du noch andere ausgedachte Normal. Namen? Hast du noch andere ausgedachte Namen, mit denen du arbeitest? Oh, ist das episch geile Nummer. Geil.